Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Teil 10. Ich bin zurück in der Stadt gewesen, habe meine Waffe reparieren lassen und hatte meine Gegenstände verkauft, dass ich etwa 9800 Gold hatte. Davon habe ich mir jetzt weitere Heiltränke und Mana-Tränke gekauft und für über 7800 oder so hier diesen Stärke-Elixier, was jeden Attributspunkt um 1 erhöht. Jetzt bin ich überlegen, wo soll ich das hochmachen? Also er braucht Macht und Geist unbedingt. Alles andere ist eigentlich nur Vitalität wichtig. Kritische Treffer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das auf Magie zutrifft. Also braucht er eigentlich nur zwei Sachen und die Vitalität. Hier haben wir Wahrnehmung, Macht, Vitalität und Geist. Das wäre hier nicht schlecht. Ich glaube, bei ihr wäre es am besten aufgehoben. So, jeder Punkt hochgegangen. Das war ein teurer Trank. Also 8000 für einen Trank ist schon enorm. Und ich habe hier 10 Stärkungselixiere, falls wir mal mit Schwäche belegt sind. Was habe ich sonst noch gemacht? Sonst habe ich nichts. Ah ja, ich habe neue Zauber gekauft, die ich mir noch nicht reingelegt habe. Nämlich Erdabwendung. Schutz vor Erde. Das ist schon mal ganz gut. Macht plus 6 momentan. Bei dir haben wir die Wasserabwendung. Ich mal schauen, ob ich die da aktiviere. Und du hast auch noch eine andere Abwendung. Dunkelabwendung. Dunkel- und Wasserabwendung. Das finde ich schade, dass es hier nicht mehr Leisten gibt, dass ich irgendwie mit einem Pfeil nach unten kann und eine neue 10er-Leiste habe. Dann könnte ich mich die ganzen Abwendungen dahin tun. Sie hätte zwar auch Luftabwendung gekonnt, aber da sie auf Licht geht, wird sie die Lichtabwendung nutzen hauptsächlich. Und diesen Windstoß nutzt sie eigentlich gar nicht mehr. Sie spezialisiert sich auf Licht, weil sie das halt zum Großmeister werden kann. Ja, und ich werde definitiv mehr in Magie gehen müssen. Ja. Schutz vor Feuer. Müssen wir schauen, wenn wir später mal gegen Elemente oder so kämpfen und ich weiß, was die Gegner für Zauber nutzen, dann können wir das mal genauer aktivieren bei den Gegnern. Also hier war der harte Kampf. Da war die Wasserrune. Da schreibe ich mir das gerade mal auf. Also. Wassertür. Annehmen. Und hier war, weiß ich nicht. Schauen wir gleich mal. Ich gehe nochmal hier runter und gucke, ob hier noch irgendwo Sachen sind. Ein Teleporter in die nächste Ebene. Okay. Das sieht ja stark nach Feuer aus. Haben wir natürlich auch noch nicht. Wir haben ja die Erdrune. Kann man das überhaupt sehen? Aufträge. Fähigkeiten, Inventar. Nee, hier sehen wir es nicht. Sieht man das denn? Aktionen, alle Zauber. Questobjekte. Aha. Schlüssel für Burg Podmeiren. Ist der Hauptschlüssel, dass wir da immer wieder reinkommen, sehr wahrscheinlich. Brief. Scherbe der Erde ist das, eine grüne Kristallscherbe, sie fühlt sich fast lebendig an. Genau, wir haben die Erde. Hier kommt hin. Feuertür. Es kann natürlich sein, dass wir Erde oben brauchten. Ich kann mich auf jeden Fall an Licht erinnern. Und das andere, weil da Windelemente vor waren, vermute ich mal, wird das auch Luft sein. So, dann wollen wir mal in die erste Ebene runter. Schauen, ob die noch einen Keller haben, eine Ebene 0. Even our oldest sagas do not say much about the Shantiris. This is odd. Okay. Sehr dunkel hier.
Vielleicht sollten wir mal einen Lichtzauber machen. Du kannst das doch, glaube ich. Zauber. Und zwar Dunkelsicht. Die Dunkelheit enthüllt, was euch verbirgt und verbessert eure Sehfähigkeit. Zieh das mal da drauf. Also das finde ich echt blöd hier mit den wenigen Slots, die ich mir hier reinlegen kann. Naja, also diese Sicht ist nicht so prille. Habe ich einen Lichtzauber bei ihr? Ah, den habe ich nicht gelernt, ne? Mist. Die kann nämlich einen Lichtzauber. Genau, wie er auch einen Lichtzauber kann. Habe ich nicht gelernt, die Zauber. Na, dann müssen wir so jetzt durch. Es ist ja schon fast heller gewesen ohne das hier. Mach das mal weg. Ja, dann spiele ich lieber so. Aha, da hat sich was bewegt. Da ist irgendwas, das sind diese komischen Chakras. Okay, die Enemies kommen bestimmt näher. Moment, was haben wir im Bestiarium über die gelernt? Wir haben Meuchler. Die sind gegen Licht anfällig. Wir haben Elite-Meuchler, wo wir nicht drüber wissen. Lichtelementar. Schleicher. Gegen Luft. Ja, Luft kann sie nur, aber nutzen wir nicht richtig. Deswegen würde ich sagen, wir machen Schatten nochmal. Versuchen, den hier schnell down zu bringen. So, alle drei zusammen, sehr schön. Rüstungsschutz weg. Ja, du schießt jetzt komischerweise auf irgendjemanden. Das ist schlecht. Rüstungsschutz an. Und da sind sie schon. Nehmen wir den mal zuerst. Schleicher. Die sind neu. Ich glaube, bisher hatten wir nur normale Schleicher, oder? Abgewehrt. Mistkerl. Ja! Das mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Good job! Plattenrüstung der Schlaflosigkeit. Schauen wir uns doch mal genauer an. Feine Sache. Ich würde sagen, die kriegst du. Schutz vor magischen Schlaf. Ah, du hast schon einen Ring dafür. Widerstand gegen Lichtmagie. Den brauchst du nicht. Fertigkeit Feuermagie. Kriegsführung und Magieschulen. Und du kriegst den dafür. Dann rasten wir mal. Schwächung hat sich aufgelöst. Quick Save und weiter geht's. Wo sind wir hier? Eine Tür, die nicht aufgeht. Wow! Danke für das. Ich vermute, sie geht auf, sobald ich da drüber gehe. Dann kommen sie und greifen mich an. Hallo? Keiner da? Sehr schön. Also auf jeden Fall gleich Lichtzauber lernen. Kann ich da nicht rein?
Aha. Seltsam. Das war strange. Watch out! Behind us! Oi, das ist eine Menge. Ich würde sagen, wir lassen sie mal näher kommen. Well, thank you for that. Hallihallöchen, Elite-Meuschler. Ich grüße euch. Und ich würde sagen, ich begrüße euch mit einer schönen Attacke. Doch wir brauchen eher hier diese 25 Mana dafür. Ah doch, eine Attacke können wir machen. Das tut weh. Schon mal. Besser ist, wir töten den Schleicher zuerst. Das ist nicht gut. Ach, abgewehrt. Ja, sowas von klar. Das reicht noch. Nein. Nicht gut. Die machen höllisch viel Schaden. Sie macht aber natürlich das Teil runter. Ist jetzt die Frage, was wichtiger ist. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal ohne den Schattenumhang. Hoffentlich ist das kein Fehler. Aber wir müssen den Rüstungswert runterbringen. Abgewehrt. Na toll. Angreifen. Besser einen Mana-Trank, damit wir gleich wieder eine himmlische Rüstung haben. Dasselbe, damit wir die Regeneration kriegen. Stirb! Stirb, sagte ich. Nicht Rüstung. Und du nimmst einen Halt. Stirb! Finito. Einer weniger. Für eine Runde auf jeden Fall, dann rückt die nächste nach. Vielleicht kriegen wir bis dahin ihn down. Wäre ja schön. Ah, da ist schon die nächste. Ich glaube, wir versuchen ihn jetzt zu töten. Er macht nämlich einfach zu viel Damage. Gefährt. Okay, du brauchst unbedingt Mana. Stirb. Stirb. Mana. Nicht gut. Dich töten wir jetzt erstmal. Du nimmst einen Heiltrank. Regeneration hoch. Und normale Schleicher und ein Elite-Meuchler. Komm, der Elite-Meuchler. Auch wenn Schwächung echt ätzend ist. Wir müssen hier irgendwie durchbrechen. So, da sind noch zwei drauf. Dann würde ich sagen, zuschlagen. Stirb! Ach, abgewehrt. Murks! Heilung. Regeneration. Galadriel ist schwach. Das ist der Pech von den Schleichern. Können wir leider nichts gegen machen erstmal. Er hält nicht mehr viel aus. Sehr gut. Ha! Ein Stufenaufstieg. Das ist natürlich hervorragend. Also ich hätte gerne bei dir ein bisschen Magie mehr.
Feuermagie. Ja, Feuermagie müssen wir hochmachen. Bestätigen. Und du kannst sie jetzt gleich direkt mal testen. Aber vorher versuchen wir einen zu schwächen. Sehr gut. Bei dem testest du es. Bäm. Sehr schön. So, du bist geschwächt. Es kommen da links noch ein paar. Ich glaube nicht, deswegen gehen wir mal in den Nahkampf. Ja, ja, das war die falsche Liste, ich weiß. I know. And stay down. Genau, boah, 101, geile Sache. Super. Was haben wir bekommen? Einen Bogen, den wir nicht brauchen. Kopfbedeckung, Stiefel, die wir nicht brauchen. Können wir alles verkaufen. Resten. Sehr gut. Das ist eine Druckplatte. Ne, sieht nur so aus. Wir können hier auf nichts machen in dieser Bibliothek. Ist die andere Tür aufgegangen? Ja, sie ist aufgegangen. Quick Save. Hallo? Ein weiteres Buch. Das ist schon mal interessant. Aber ich vermute mal, dass hier Gegner irgendwo sind. Ah. Nein, jetzt habe ich die Nachtsicht. Da ist egal. Lassen wir sie drin. Das Buch nehmen wir natürlich. Die Schätze der Shantiri. Skirie oder Skirie, der Schatzjäger. Hört euch eine Geschichte an. Gieriger Fürst, schändlicher Dieb und neugieriger Schatzjäger. Eine Geschichte, bei der ihr euch in die Hose machen und eure Taschentuch mit Tränen der Furcht befeuchten werdet. Eine Fabel von drei Freunden, die eine Lektion lernen mussten, wie sie nur selten besungen wird. Es gibt schlimmere Schicksale im Leben, als allzu jung zu sterben. Alles fing mit einer Wette an. Eine Art Wettstreit, wer binnen eines Jahres den wertvollsten Schatz finden könnte. Die Schatzkammer des Imperators und die Kaufmannsbank schieden rasch aus, denn in ganz Ashan gibt es nur einen außergewöhnlichen Schatz ohnegleichen. Die Geheimnisse der Shantiri, die seit ihrem Ableben vor 500 Jahren geborgen sind und Macht, Ruhm und Reichtum beinhalten. Geschichten von unbeschreiblichen Reichtümern, für die Könige das Hundertfache des Gewichts ihrer Pferde in Gold bezahlen würden. Die erste Freundin machte sich auf, um die Schmiede von Eis und Feuer in den Ruinen von Hammerfell zu finden. Sie hatte eine Karte, einen magischen Kompass und einen Willen stärker als gehärteter Stahl. Ein Jahrzehnt später fand man sie doch ohne Verstand. Sie sagte, sie habe die heiligen Geheimnisse ergründet und sie hätten sie alles gelernt, was schön sei. Nie wieder werde sie kämpfen oder nach Reichtum streben, denn der Schatz der Shantiri sei geistiger Frieden. Aha. Der zweite Freund suchte die Schmiede der Luft und des Meeres, die irgendwo im Süden sein soll, jenseits der Insel der Heme. Er kehrte binnen eines Jahres zurück, doch um ein ganzes Leben gealtert. Die wenigen Haare, die er noch hatte, waren weiß und seine Augen waren schwach und sahen nichts mehr. Er sagte, er habe die Geheimnisse entdeckt und sie seien den Schmerz nicht wert. Sie könnten genommen, aber nicht gestohlen, gehalten, aber nicht behalten werden. Und entweder habe man sie von Anfang an in sich oder sie entfleuchten einen im Schlaf. Der dritte Freund liebte die beiden anderen noch mehr, als sie ihn liebten. Er machte sich auf nach Katal, einer Stadt, die für ihre Shantiri-Ruinen bekannt ist. Er fand den Eingang und begriff, dass er beim Verlassen der Ruine ein anderer sein würde als beim Betreten. Er wollte aber nicht, dass seine Freunde ihn vergessen würden, also wartete er auf ihre Rückkehr. Gemeinsam würden sie in die Ruinen eindringen und gemeinsam würden sie sich den Schatz der Schätze, die Geheimnisse der Weisen verdienen. Er fand seinen zweiten Freund und trauerte um dessen Verlust seiner Jugend, den Verlust seiner Haare, den Verlust seiner Courage. Sein Freund war nur noch ein Schatten seiner selbst. In einer schlaflosen Nacht nahm er seinen Dolch und schickte seinen gebrochenen Freund mit einem Gebet für ein besseres nächstes Leben zu Ashars Mond. Er wartete 10 Jahre auf die Frau, die sein Herz im tiefsten Grund mehr begehrte als alle Schätze der Welt. Als er sie wieder sah, war sie wahnsinnig und leer. Ihre Wille
erloschen wie ein Herdfeuer. In einer schlaflosen Nacht nahm er seinen Dolch und schickte seine gebrochene Freundin mit einem Gebet für ein besseres nächstes Leben zu Ashars Mond. Und dann legte er sich schlafen. Die Schmieden der Shantiri waren vergessen. Da entglitt eine schwarze Fiole seinen Fingern. Und er flog zu Ashars Mond und träumte dabei von einem besseren nächsten Leben. Also hat sich umgebracht, vergiftet. Hört diese Geschichte und wisset, der wertvollste Schatz ist einer, den ihr nicht zu suchen braucht. Sie oder er mag bereits neben euch stehen, sogar jetzt eben, da wir sprechen. Rings um ein Feuer gibt es Geheimnisse, die wahre Freunde niemals für sich bewahren sollten. Eine Lagerfeuergeschichte erzählt von Skrie, den Schatzjäger. Coole Story, die hat mir bisher am besten gefallen. Okay, hier gibt es auch nichts. Wieder ein Raum, wo es nichts gibt. Sehr seltsam. Ganz schön viele Räume. Außer halt die Info da. Oha. Aber eigentlich... Ah, haben wir den nicht. Das ist nämlich die Dunkelheitstür. Okay. Dunkelheit. Dunkel... Dunkeltür. Wirk... hier alles ab. Nichts vergessen. Ah, von da, okay. Mysteriöser Elf. Dann seid ihr also morgens Hunde. Ihr seid stärker, als ihr aussieht. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Oh, oh, kommt jetzt ein krasser Kampf. Habe ich gespeichert? Natürlich nicht. Wer seid ihr? Wer ich bin? Typisch. Als würde die Identität eine Rolle spielen. Was eine Rolle spielt, meine Freunde, ist die Frage, wofür wir stehen. Schmerzen, Liebe, Vergeltung, Hoffnung. Das sind die Dinge, die ich bin. Glaubt ihr, mich interessieren eure Namen? Mich interessiert nur, was in euch steckt. Aber ich sehe nur Gier und Eitelkeit. Schickt euch König Vaniel. Vaniel? Ja, das könnte man sagen. Ja, König Vaniel. Sein Wille und seine Handlungen haben die Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Ah, kurz einen Schluck trinken. Elementare Störung geupdatet. Meine Anwesenheit ist nicht länger erforderlich. Das war unterhaltsam. Ich freue mich schon auf eure nächste Begegnung, Schatzjäger. Wir haben gar nicht gegen ihn gekämpft. Sehr seltsam. Restauriert den Silana-Altar. Okay. Sehr strange. Na gut. Erfüllt ist erfüllt. Das machen wir da aus. Das ist echt schrecklich, diese Dunkelsicht. Eine Truhe. Die wollen wir natürlich plündern. Great. I need something to hit. Ja, wir haben ein schönes Schild bekommen. Das stimmt. Expertin Schild sind wir leider noch nicht. Was weniger schön ist, dass wir hier gerade umzingelt sind und ich noch nicht sehen kann, was das für welche sind. Da die in der nächsten Runde sowieso bei uns sind, würde ich sagen, buffen wir jetzt schon mal. I feel stronger. Du kannst nicht wirklich was machen. Ich würde sagen, wir schauen in die Richtung. Okay, es geht los. Meuchler, Elite-Meuchler. Den Elite-Meuchler nehmen wir zuerst. Sehr gut. Los, schnell downbringen. Watch out! Boah! Das ist krass hier. Das ist echt krass. Schweinerei. Aber tierische Schweinerei. Erstmal heilen. So, sie ist wieder da. Schutz aufbauen. Schutz aufbauen. Ah, du hast eine zweite Attacke. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gar nicht lustig. Tötet diesen
letzten Meuchler. Vernichtung. Ja. Geht nicht anders. Ja, also wird immer wieder zurückgerufen durch ihren Heilzauber. Den brauchen wir auf jeden Fall gleich neu in der nächsten Runde. So, der ist weg. Sehr gut. Jetzt dich noch und dann können wir uns umdrehen. Ah, abgewehrt. War ja sowas von klar. Autsch, autsch. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Stirb. Ha, 104. Geile Sache. Geile Sache. Ja. Neuen Mana-Tank. Und Schuss. So, ich würde sagen, wir gehen zuerst auf dich, weil du schneller down bist. So. Ist kein Mana mehr. Okay. Können wir ändern. Kein Problem. Neue Rüstung aufbauen. Nö. Oder? Wir hauen die kaputt, würde ich sagen. Einmal Heilung. Und tschüss. Stufenaufstieg. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ja, ich will, dass du noch mehr Schaden machst. Du hast eigentlich schon ganz gute Magie. Das gefällt mir. Sollte nur stärker werden. Was haben wir denn hier gefunden? Oh, Rüstung 5. Feines Teil. Hey, ich wollte das tauschen. Wieso hat das nicht geklappt? Weil wir mitten im Kampf sind, geht das nicht. Ich verstehe. Brennende Entschlossenheit. Ein schönes Schild. Das erst ab Experte geht. Und ganz normale Kleidung. Das sind Sachen, die wir anziehen werden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können magische Foki Meister hier werden. Aber da reichen 3 Punkte nicht aus, ne? Das ist nicht so schön. Dann würde ich sagen, lernen wir doch mal Luftmagie. Damit wir das wenigstens schon mal können. Und. Ja, Erdmagie brauchen wir nicht. Feuer auch erstmal nicht. Das macht erstmal der Zwerg, übrigens bis Experte. Keine Disziplin auch erstmal nicht. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen, erstmal hier drauf. Das heißt, nächste Stufe kriegen die restlichen, um Meister zu werden. Ein Level noch. So, und jetzt geht's dir an den Krakenkelch. Wer ist dran? Du bist dran. Sehr gut. Abgewehrt. Stirb. Lederarmschienen. Ganz normale. Aber die sieht schöner aus als die. Ah, nee, der hat magische Sachen. Ah, Wassermagie. So, gibt es hier irgendwas Wichtiges? Sonst noch? Sieht nicht danach aus. Außer der schönen Kiste. Ja, da können wir nicht lang. A mysterious elf speaking in riddles. Who wants to bet we run into this guy again? Hm, ich wette darauf, dass wir den wiedersehen. Damit habe ich eine weitere Scherbe geöffnet. Hatte ich denn gerade hier irgendwo eine Luftscherbe noch herbekommen? Auf jeden Fall ist es aufgegangen. Moment mal. Das haben wir alles. Da ist Dunkeltür, kommen wir noch nicht durch. Ja, wir werden wohl hier lang müssen. Ein Heiltrank. Und los geht's. Du nah einen davon. Wenn das mal nicht ein Erdelement ist. Erdschutz. Abwarten. Komm mal her, Kelch.
was haben wir denn hier? Regeneration regeneriert am Ende jeder Runde 2% Lebensenergie. Um 8 gesteigert. Steinhaut. Den kriegen wir erst den Zauber, wenn wir Experte sind. Das heißt, ich muss bei ihr Erde mal hoch machen. So, die Frage ist, wie viel Schaden machst du? Wegen Erde wirst du wohl ziemlich immun sein, also brauchen wir das gar nicht erst zu machen. Nahkampf. Bam! Sehr schön. Sehr schön. Senken wir doch mal den Rüstungswert. Damit würde sich das eigentlich schon auflösen. Und nochmal 11 zusätzlich. Den treffen wir mal. Hervorragend. Was war das? Nicht der Verwendung. Auch nicht. Ja. Verfehlt! Nice! Ich glaube, wenn er sich immer wieder zusammenzieht, hat er sich... Oh, da hatte was auf dem Fuß. Ein Erdelement, okay. Bisher noch nicht irgendwas Prolles passiert. Ich bin schon wieder voll die Zeit am Überziehen. Ja, es vergeht so schnell die Zeit. Mann, ich habe das nie im Überblick und dann werden die immer so lang, die Videos. Ja, ja, aber er ist jetzt kaputt. So, resten wir hier und dann würde ich sagen, eine gute Stelle für den Break. Bis demnächst, euer Chojin.